Seid herzlich willkommen zu unserem fünften Tag der Meditation. Es geht heute um die Selbstfürsorge. Wie das Wort ausdrückt, Selbstfürsorge. Das bedeutet, man nimmt Verantwortung für sich selbst. Man sorgt für sich selbst. Und wir machen das, um uns selbst zu sorgen, indem wir Dinge unternehmen, damit es uns gut geht. Damit wir ein glückliches und erfülltes Leben haben. Wenn wir jetzt unser Leben betrachten, und da kann jeder sich selbst fragen, ist man glücklich? Bist du glücklich mit deinem Leben? Hast du dich genügend um dich selbst gekümmert, damit du jetzt ein glückliches Leben führst und in Freude bist? Oder lebst du dich gar nicht? Du lebst dich nicht, wenn du das Leben anderer lebst. So aus Gewohnheit bedingt auch durch unsere Erziehung, durch unsere Eltern, durch unser Erziehungssystem, was uns dahin geführt hat, dass wir viele Dinge machen, die eigentlich gar nicht so unserem Selbst, unserer wahren Natur entspricht. Und die Folge ist, wenn wir nicht genügend uns um uns selbst kümmern, wenn wir keine Sorge für uns tragen, dann geht es uns nicht so gut. Dann fehlt uns was. Und oftmals ist das immer so, dass unsere Aufmerksamkeit immer nach außen gerichtet ist, also weg von uns selbst, in der Hoffnung, dass der andere, der Partner, äußere Umstände mein Beruf, meine Familie mir das geben, was ich benötige, damit ich mich wohlfühlen kann. Und wir bringen uns dann in Abhängigkeiten, indem wir uns mit dem Partner, mit unserer Arbeit, mit unserem Leben, mit den Ereignissen identifizieren. Und glauben, irgendwann wird es mal besser werden. Wenn man gerade Phasen hat, wo es nicht so gut ist, dann glaubt man, ja, vielleicht wird es ja morgen besser und, oder wir schaffen das. Und dass wir in mehr Frieden kommen mit uns selbst und auch mit den anderen. Aber immer wieder tritt eine Ernüchterung ein, gerade wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das ist auch eine Energiesache, so nicht alles ist Energie
Und da gibt es auch unterschiedliche, ganz unterschiedliche Qualitäten an Energien. Die ganz reine Energie, die ist neutral. Die ist völlig neutral, die ist nicht parteiisch, die ist einfach da. Das ist die höchste Energie. Aber um die kümmern wir uns in den meisten Fällen nicht. Wir sind immer mit Energien konfrontiert oder auch mit unseren eigenen Energien, die nicht diesen hohen Reinheitsgrad dieser unverfälschten Energie hat. Und so schauen wir nach Energien, wo wir eine Referenz haben, Energien, die uns anziehen, Energien, die uns abstoßen. Und da sind wir manchmal so richtig hin und her gewürfelt, weil da immer so Energien sind, die uns nicht gut tun. Zum Beispiel, wenn du dich mit Leuten triffst und die sind so in ihrem Denken und Fühlen und Handeln so in einem ganz anderen Niveau, wo du jetzt sein magst. Und da spürst du plötzlich, das erschöpft dich. Dieser Umgang mit den Leuten erschöpft dich. Aber du bist nicht konsequent genug und bleibst da bei der Energie, die dich erschöpft. Aus der Gewohnheit daraus. So machen wir viele Dinge in unserem Leben, weil wir es nicht besser wissen oder weil wir uns daran gewöhnt haben. Und sind mit Leuten zusammen, die uns immer Energie wegnehmen. Genauso Tiere können uns auch Energie wegnehmen. Tiere oder Tätigkeiten, Dinge, die uns keine Freude machen. Alles, was uns keine Freude macht, wo wir keine Zufriedenheit finden, Dinge, die uns aufregen, die uns ein Unwohlsein in uns erzeugen, das sind Energien, die ermüden uns. Das drückt auch immer aus, dass wir nicht selbst noch nicht wirklich für uns selbst sorgen, dass wir nicht uns genügend Fürsorge für uns tragen. Und unsere Priorität in unserem Leben sollte sein, dass wir um uns kümmern. Das sollte die höchste Priorität sein, dass wir uns um uns selbst kümmern. Uns ist gar nicht damit getan, wenn wir immer nach außen gehen oder auch meinen, wir müssen uns um die anderen kümmern. Solange wir uns noch nicht um uns selbst gekümmert haben und erkannt haben, dass die reine Energie in uns selbst ist und nicht außerhalb von uns ist, solange werden wir immer erschöpft sein, werden müde werden. Das betrifft auch genauso die Dinge, die wir zu uns nehmen. An Essen zum Beispiel, Trinken. Also, was ich auch sagte mit den Freunden, die nehmen wir ja auch zu uns. Nicht? Wir nehmen die zu uns, wir kommunizieren, tauschen uns aus. Und wenn das eine Energie ist, die nicht förderlich ist für unser Leben, für unser Wohlempfinden, ja, dann werden wir müde und erschöpft. Dann verlieren wir diese jugendliche Energie, von der ich auf dem in der ersten Meditation, am ersten Meditationstag gesprochen habe, da verlieren wir diese jugendliche Frische. Wir wollen ja unabhängig vom Alter, auch wenn wir schon 80 sind, 90, eine jugendliche Frische erreichen. Eine Frische, die wie die Jugend, so nicht lebendig, freudig. Und das können wir nur wirklich erreichen, wenn wir
dahin gehen mit unserer Aufmerksamkeit, das sollte Priorität sein, mit der Aufmerksamkeit dahin gehen, wo der Sitz für die jugendliche Frische ist. Und diese Energie ist immer frisch. Die Quelle dieser reinen Energie, die ist in uns. Die ist nicht außerhalb von uns. Die können wir nicht außerhalb von uns finden. Gar nicht möglich. Aber wenn wir einmal in diesem Kontakt mit dieser Energie gekommen sind, die Energie, die uns aus unseren Gewohnheiten herausführt, durch all diese Gewohnheiten, immer dieses zu viele Essen, immer sich zu verlieren in sozialen Gesprächen so oder so gesellschaftlichen Gesprächen, die uns nicht gut tun, Gewohnheiten, jetzt den ganzen Tag Fernsehen zu gucken, uns immer diese Negativinformationen hineinziehen. Alles Energien, die destruktiv sind, die tun unserem Leben nicht gut. Da wird unser Selbstgefühl vermindert. Also wir haben das auch zum größten Teil, will ich mal sagen, in der Hand, durch unsere Entscheidungen, durch unsere Wachheit, durch unsere Bewusstheit, uns in den Energiefeldern aufzuhalten, die unser Selbstgefühl stärken, die uns Frieden bringen, die uns Freude bereiten, die uns ein Gefühl von Liebe vermitteln. Das sind alles Energieformen, die förderlich sind. Die förderlich sind für uns und aber auch für andere, wenn wir in Frieden sind und wir sind mit Menschen zusammen, die werden dann diesen Frieden spüren, der von uns ausgeht. Wenn wir in der Freude sind und wir sind mit anderen Menschen zusammen, dann werden die Menschen die Freude spüren. Das ist wie ein Funke, der einfach überspringt. Und das führt dazu, dass wir auch andere Leute durch unser angehobenes Selbstgefühl beglücken können. Und wenn wir andere beglücken mit Freude, Liebe, Frieden, dann kommt das unmittelbar auch auf uns wieder zurück. Und der Fluss des Lebens ist Freude. Das ist nicht, ist keine Wut oder kein Ärger. Das sind Energieformen, die sich ausdrücken, wenn wir uns von unserer eigenen Energie, die neutral ist, entfernt haben. Unsere eigene Energie ist die Energie, die wir realisieren, zum Beispiel beim Meditieren, wenn wir zu uns selbst gehen. Und das ist ja auch, wenn wir zu uns selbst gehen, was machen wir dann? Wir schließen die Augen und folgen diesem Energiestrom, der immer feiner wird. Wir haben ein Mantra, ein Wort, einen Klang. Und jetzt geht, es ist so ein grober Energiestrom, also so ein grober Klang, der sich dann verfeinert. Dadurch verfeinern wir auch die Energie. Und dann gehen wir mit Hilfe des Mantras in diesen feinen Bereich, wo die Energie neutral ist, wo sie keine Attribute hat, wo die keine Ausrichtung hat. Die ist einfach da gegenwärtig und deshalb, die ist überall. Wir müssen nicht irgendwo hinlaufen, hingehen. Die ist auf jeder Ebene der Schöpfung. Überall ist diese Energie vorhanden. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir jetzt uns einmal
damit verbinden, mit dieser Energie, indem wir durch die Meditation uns dahin bewegen, wo diese neutrale Energie ist. Und wenn wir in Kontakt mit dieser Energie sind, dann haben wir die höchste Selbstfürsorge, weil diese Energie, die ist so intelligent, dass die höchste Intelligenz, die wir überhaupt finden können, wenn wir durch unsere Meditation zu dieser Energie gehen und die sorgt für uns, dass es uns gut geht. All diese anderen Energien, nicht so die Freunde, die da am Bier trinken sind, die rauchen oder Freunde in der Politik, nicht, die sich über politische Themen unterhalten, Freunde, Skifreunde, nicht Hobbyfreunde, überall, wo wir uns auch wohlfühlen, gewisse Zeit, aber da spüren wir nach einer gewissen Zeit die Energie, die ist mal ganz gut und dann mal wieder nicht so toll, nicht je nachdem, wie die Themen sind, wie die Gesprächsthemen sind, ob die mich interessieren oder weniger interessieren. Aber all diese Bereiche, egal welchen Bereich wir betrachten, das sind alles Bereiche, die auch ihre Energie aus dieser neutralen Energie bekommen, aber das ist nicht das höchste Potenzial, was wir bekommen können durch äußere Begebenheiten, durch Freunde, auch durch einen Partner, durch Kinder. Das sind alles Energieformen, die sich aus dieser neutralen Energie gebildet haben. Und je nachdem, wie weit die Personen jetzt entwickelt sind, je weit sie in dieser reinen Energie gegründet sind, so wirkt sich das auch auf uns aus. Wenn jemand, ein Freund zum Beispiel, der ist ganz rein, hat ein ganz reines Nervensystem, ist so ganz in seiner eigenen Energie gegründet, da findest du durch den Freund, auch wenn er gar nichts sagt, wenn er spricht, dann bist du angehoben durch seine Worte, du fühlst dich wohl. Und auch wenn er gar nichts sagt, du spürst einfach die Energie, die dir gut tut. Weil diese Energie kann sich durch deinen Freund jetzt manifestieren, kann Form annehmen. Also die neutrale Energie kann durch deinen Freund eine Form annehmen, weil er diesen hohen Reinheitsgrad hat. Das drückt jetzt auch aus für uns, dass diese hohe neutrale Energie, die gerne sich ausdrücken möchte, sich auch in Formen, so in unserem Leben, nicht durch unser Denken, durch unser Handeln, durch unser Fühlen, sich ausdrücken möchte, Form annehmen möchte, dass sie das nur machen kann, wenn genügend Reinheit da ist. Wenn unser Nervensystem genügend rein ist, unser Körper genügend gereinigt ist und je reiner wir sind, umso besser kann sich diese Energie ausdrücken, Form annehmen und uns kräftigen auf allen Ebenen. Unsere Gedanken werden gekräftigt, werden gestärkt durch unsere Handlungen. Der Ausdruck unserer Gedanken wird gefördert. Die Herzensqualität, das Herz öffnet sich mehr und mehr. Alles durch diese Energie. Und das sollte unsere Priorität sein in überhaupt in unserem Leben, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit zu dieser Energie gehen. Dass wir einen Fokus haben, eine Ausgerichtetheit haben, um diese Energie für unser Leben zu aktivieren, lebendig zu machen. Und deshalb treffen wir uns ja auch hier, dass wir das machen, gemeinsam meditieren, um in dieses Energiefeld zu kommen. Und das ist die Selbstfindung. Das ist die Selbstfindung,
wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit zu uns selbst gehen. Also nicht zu den Freunden, nicht, die immer irgendwie einen Witz auf Lager haben oder so. Das können wir alles gerne ja weiterhin machen, das spielt keine Rolle. Aber dass wir morgens und abends so mal 20 Minuten haben, um einfach zu dieser Energie, die unser ganzes Leben bestimmt, gehen und dadurch unser Nervensystem mehr und mehr reinigen. Und so mehr wir gereinigt sind, umso mehr werden wir diese Energie spüren. Und das ist diese Selbstfindung, nicht? Die Selbsterneuerung, die Selbstfürsorge, die wir tragen. Und wenn wir unsere Priorität darauf haben, dann machen wir wirklich etwas sehr, sehr Gutes für unser Leben. Unser Leben hängt, ob wir es wissen oder nicht wissen, also ob wir bewusst sind oder nicht bewusst sind, ob wir nun völlig gegenwärtig sind, in der Präsenz sind oder völlig von all diesen Eindrücken, von unseren Freunden, von unseren Gewohnheiten nicht so eingenommen sind und immer wieder jeden Tag irgendwann merken, boah, das tut mir doch gar nicht gut, warum mache ich das immer wieder? Ja, aus den Gewohnheiten, da müssen wir rauskommen. Wir müssen jeden Tag ein bisschen frischer werden, ein bisschen mehr zu sich selbst gefunden haben. Und das ist das Wunderbare, wenn wir regelmäßig immer wieder zu dieser Energie gehen, da eintauchen und so zur Selbstfindung kommen. Ja, dann werden wir jetzt zusammen meditieren, um das zu verwirklichen, dass wir diese Energie, diese neutrale Energie in uns lebendig machen. Wir machen jetzt genauso wie beim letzten Mal so diese Atmung, das ist die Vorbereitung, eine ganz gute Vorbereitung. Und auch diese, das, was ich jetzt gesagt habe, so nochmal so kurz durchgehen, durchfühlen. Ich habe auch mal so Fragen aufgestellt, kann ich nochmal ganz kurz gut durchgehen. Heute, also heute zu dem heutigen Tag, der fünfte Tag, bei der Selbstfürsorge geht es um die Erneuerung, nicht? Selbstfürsorge, nicht? Das heißt, du sorgst für dich, wenn du zu dir selbst gehst, nicht wenn du meditierst, nicht gehst du zu dir, nicht machst du etwas für dich. Und dann, wenn du genügend für dich getan hast, wenn du genügend in dir gegründet bist, dann kannst du auch für die anderen da sein und denen etwas Gutes tun. Die Frage 1, die könnt ihr euch mal so aufschreiben oder ich habe sie ja auch in Facebook erwähnt. Mache ich auch in diesem Live-Video nochmal die Fragen, werde ich nochmal drunter setzen. Da könnt ihr euch selbst ganz gut, das ist eine gute Übung, um sich mehr darüber klar zu werden. Wo bin ich verhaftet? Wo bin ich in meinen Gewohnheiten gefesselt? Das sind alles Dinge, die mich daran hindern, um zu mir selbst zu kommen. Und dass wir, wenn wir uns darüber so klar werden, das führt automatisch dazu, dass wir bewusster werden, dass wir uns auch diese Bewusstheit, die wir jetzt auch in der Meditation gleich erfahren werden, dass wir diese Bewusstheit auch in der Aktivität bringen und da auch erkennen, dass wir immer mehr aus unseren Gewohnheiten rauskommen. Gewohnheiten sind einfach alte Konzepte, alte Ideen, Formen, die meistens gar nicht zu uns passen. Das sind Sachen, die haben wir übernommen durch unsere Erziehung, nicht immer dann ins Bett zu gehen, dann aufzustehen, dann das zu machen, dann dies zu machen, nicht? Und dann auch immer dies essen. Man kommt gar nicht auf die Idee, weil es die Gewohnheit ist, immer das Gleiche zu essen, so, und da kommt nichts Neues. Das hat nichts mit dieser neuen Energie zu tun. Die neue Energie drückt sich so aus, dass alles immer wieder neu ist. Jeder Moment ist neu, jeder Augenblick ist neu. Da ist nichts Altes. Bist du in der Präsenz, in der Gegenwart, da ist jeder Moment neu. Auch wenn du, angenommen, du isst jeden Tag das Gleiche, trotzdem ist es immer wieder neu, weil die alten Sachen, die dich vorher gefesselt haben, woran du gebunden warst,
die lösen sich jetzt auf durch das Meditieren, durch das Entfesseln von Gewohnheiten. Und dann ist es keine Gewohnheit mehr, die dich bindet. Du machst vielleicht auch immer die gleichen Arbeiten wie jemand am Fließband. Nicht, der macht immer das Gleiche. Aber wenn er nicht daran gebunden ist, an das, was er macht, dann ist es auch keine Gewohnheit. Dann ist es auch, selbst wenn du die Schraube, ich habe auch mal am Fließband gearbeitet bei VW Porsche in Osnabrück, da musste ich immer nur ganz bestimmte Dinge machen, Armaturbrett anbauen und immer so bestimmte Schrauben. Aber das ist keine langweilige Geschichte, weil ich nicht daran gebunden war. Das war immer so ganz bewusst und dann ist es neu. Genauso, ich bin jetzt hier 10 Jahre in Lindau und dann sagen Leute, ja, ist doch mal Zeit, was anderes, einen anderen Platz. Sag ich, nein, das brauche ich nicht. Jeder, ich habe das Gefühl, ich bin hier erst gestern angekommen oder heute angekommen. Das ist so neu für mich. Und damit, ich will damit sagen, selbst wenn ich eine Tätigkeit immer wiederholt, und dann denke, boah, ist das langweilig und so. Sobald wir Langeweile haben, das drückt immer aus, dass wir nicht wirklich in der Präsenz sind. Dass wir noch nicht diese neue Energie, diese neutrale Energie in uns lebendig haben. Und das ist ja das Ziel der Meditation. Wir tauchen ein, um diese Energie, die immer da ist, zu der wir noch nicht so den Kontakt haben, aber wenn wir jetzt Kontakt bekommen zu dieser Energie, dann sind wir immer bewusst mit dem, was gerade ist. Und dann gibt es nichts, was sich wiederholt. Das für dich auch Wiederholung, wenn ich es so verstehe. Selbstwiederholung sind neu. Und für dich selbst ist das keine Wiederholung. Das ist einfach immer. Jeder Handgriff ist etwas Neues. Jeder Gedanke, der aufkommt, ist neu. Und das ist diese neue Energie, um die es geht hier. Also keine Energien, die sich immer nur wiederholen und es langweilig wird, oh, das habe ich schon mal gemacht und so, das kenne ich schon wieder das Gleiche, so, das habe ich schon 100 Mal gehört, das brauche ich nicht so. Nein, da bist du nicht wirklich in dieser präsenten Energie. Ja, und deshalb diese Fragen auch so, die ich vorhin mal kurz runtergeschrieben habe. Also nochmal, also das ist der 5. Tag, meine Selbstfürsorge führt mich aus meiner Gewohnheit heraus, wodurch mein Energiepotenzial zunimmt. Auch ein Punkt, nicht? Dieses Energiepotenzial, was wir jetzt haben, das stagniert manchmal, es versumpft so und drückt nichts Neues aus. Und jetzt geht es darum, dass wir eine neue Energie bekommen, nicht? Und das ist dann, wenn wir aus den Gewohnheiten herauskommen, dann beginnt eine neue Energie zu wachsen in uns. Die Frage 1, bei der Selbstfürsorge geht es um die Erneuerung. Nicht, dass jede Zelle, nicht jeder Gedanke alles wieder erneuert. Bitte berichte aus Bereiche deines Lebens, die sich stagnierend und wenig inspirierend für dich anfühlen. Wie zum Beispiel eben, was ich sagte, Routinearbeiten, langweilige Hausarbeiten, Sorgen, nicht immer die Sorgen, nicht wie was bringt der morgige Tag und so. Langeweile, nicht immer da rumsitzen, so Fernsehen gucken oder irgendwas, nicht, was dich langweilt, Fahrt halt, nicht so, wo die Freude einfach weggeht, nicht immer alles Wiederholung, nicht macht Pfade, nicht auch Fahrt halt, jetzt Fahrt halt in der Beziehung, nicht bist jetzt lange mit einem Partner zusammen, nicht ist das noch inspirierend für dich mit dem Partner zu sein, macht es dir immer wieder jeden Tag neue Freude mit deinem Partner zu sein. Das ist, wenn diese neue Energie da ist, nicht? Dann bist du in der Partnerschaft, dann kannst du 30, 40 Jahre sein und du wirst deinen Partner immer wieder jeden Tag neu erfahren und neu erleben. Und darum geht es, nicht? Und das ist dann diese neue Energie. Frage 2: Was ist dein wichtigstes kreatives Tät oder was ist deine wichtigste kreative Tätigkeit, um dich vom Unwohlsein abzulenken? Ja, das sind manchmal so Ausflüchte, die wir immer haben, dass wir von den Tätigkeiten, die uns nicht wohltun, dann flüchten wir in andere Tätigkeiten, aber damit ist es nicht, das Problem nicht gelöst. Nicht manche Tätigkeiten, die mögen wir nicht und da müssen wir durch und die müssen wir machen, einfach tagtäglich. Aber durch diese neue Energie, die wir jetzt in diese Tätigkeiten hineinbringen, der wird sich langweilig. Ist egal, was wir machen, nicht? Selbst wenn wir jeden Tag losfahren müssen, die Kinder aus der Schule holen oder morgens hinbringen müssen, das ist nicht langweilig, weil du bist in dieser neuen Energie und die belebt dich und die beflügelt dich und das macht das Leben immer lebendig und schön. Und so ist jeder Tag und jeder Moment neu.
Frage 3. Beschreibe, wie du Ermüdungs- und Ablenkungsmanöver reduzieren und deine Kreativität maximieren kannst. Ja, beschreibe, wie du Ermüdungs- und Ablenkungsmanöver. Ja, viele Dinge, ja, man legt sich aufs Sofa, viele nicht so. Schaut bei dir, wie es bei dir ist, legt sich aufs Sofa, um diese Ermüdung oder die Trägheit zu überwinden. Nicht, da sucht man immer irgendwelche Methoden oder Wege, um da rauszukommen. Oder man schläft einfach. Aber das führt nicht gerade dazu, dass man wirklich sich regeneriert und sich wirklich in seinem Kreativitätspotenzial erneuert und erweitert. Und deshalb auch da, nicht, das ist immer so diese Rückverbindung zu einem Selbst, um diese langweiligen Geschichten umzuwandeln in etwas Schönes, Interessantes. Und das machen wir, indem wir diese neue Energie, wenn man sagt, diese meditative Energie aktivieren, beleben und in unser Leben einfließen lassen. Ja, dann setzen wir uns mal bequem hin. Kennt ihr alles? Und jetzt, die Priorität hat ja jetzt so, dass wir diese zur Selbsterkenntnis gelangen, nicht? Also in die Selbsterfahrung gehen. Und das machen wir jetzt mit der Meditation, indem wir aus allen Geschichten rausgehen. Auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, vergessen wir es alles, kommen so zu uns selbst, nicht? Und da ist nichts so, da sind keine Gedanken aus der Vergangenheit, nichts, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, alles ist dann weg. Und da sind wir und das ist diese diese Energie, die uns erneuert, die uns erfrischt, die uns erfüllt, die uns mit Glück und Friede erfüllt. Und das möchten wir gerne. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, die ihr jetzt da seid, ganz wunderbar. Ja, wir machen jetzt diese Vorbereitung, dass diese Atmung wieder so nicht, die kennen wir jetzt alle, die können wir ja direkt jetzt mal durchführen, da muss ich nicht mehr viel erklären. Und wenn ihr jetzt neu seid, dann schaut euch nochmal die vorausgegangenen Videos an. Ist sowieso gut, weil die alle so ein bisschen aufbauend sind. Und teilt sie auch mit euren Freunden, damit möglichst viele Leute in diese Selbsterkenntnis, in die Selbsterfüllung und Selbstzufriedenheit kommen. Und damit viele Menschen glücklich werden und in den Frieden kommen. So, den Daumen. Einmal sage ich es nochmal. Also den Daumen, den rechten Daumen drücken wir ganz sanft auf den rechten Nasenflügel, atmen dann durchs linke Nasenloch aus und durch das linke Nasenloch wieder ein. Wechseln jetzt die Finger, gehen mit den Ringfinger und Mittelfinger, drücken wir das linke Nasenloch zu. Und atmen durch das rechte Nasenloch aus. Atmen durch das rechte Nasenloch wieder ein. Wechseln jetzt die Finger, nicht also den Daumen leicht auf den rechten Nasenflügel drücken. Die anderen beiden Finger heben sich ab vom linken Nasenflügel und atmen da aus. Wieder ein. Wechseln, rechtes Nasenloch aus. Rechtes Nasenloch ein. Wechseln. Und jetzt machen wir alleine weiter, schließen die Augen und machen jetzt Pranayama für ein paar Minuten. Ich sage dann Bescheid, wenn wir anfangen zu meditieren.
Wir beginnen jetzt mit unserer Meditation. Wir lassen die Augen geschlossen und denken unser Mantra, das, was wir von unserem Lehrer bekommen haben, auf eine einfache, natürliche und unschuldige Art. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht und wir kontrollieren das Mantra nicht. Wir geben uns dem Mantra einfach ganz hin, unschuldig. Und wenn Gedanken kommen, gehen wir ganz sanft zurück zum Mantra oder auch Geräusche, Gefühle, sodass wir immer wieder das Mantra wiederholen und lassen es gehen. Das soll einfach unschuldig sich verfeinern können. Und das macht es, indem wir uns nicht dran festhalten, nicht konzentrieren, einfach entspannt und losgelöst das Mantra denken. Ich sage dann Bescheid, wenn wir die Meditation beenden. Die Priorität ist heute, mein Wohlbefinden durch Selbsterkenntnis Mein Wohlbefinden durch Selbsterkenntnis.
Dev. Lass die Augen noch für einen kleinen Moment geschlossen und komm dann langsam aus der Meditation. Es wäre gut, ich hoffe, dass ihr alle wieder zurück seid. Und wenn nicht, dann lasst die Augen noch ein bisschen geschlossen. Ist völlig in Ordnung. Ist immer ganz gut, wenn man langsam aus der Meditation kommt, damit das Nervensystem nicht geschockt ist von der relativen Welt. Bedarf immer so ein bisschen Zeit, um wieder in die normale oder sagen wir in die gewohnte Funktionsweise des Nervensystems zu kommen. Ja, es ist aber gut, wenn man das so einrichten kann, kann man gar nicht oft genug betonen, dass man das täglich wiederholt, morgens und abends, das Eintauchen in diese reine Energie, in die Stille. Das hat mehrere, viele, viele Vorteile für den Alltag, weil je mehr wir in diesen feinen Bereich kommen oder sogar in dieses über den feinsten Bereich hinausgehen und das Nervensystem sich daran gewöhnt, mehr und mehr, dann bringen wir diese Energie, diese reine, jubelige, erfrischende Energie mit in unseren Alltag. Und das Leben ist ja im Alltag. Das Leben ist nicht in der Transzendenz, das Leben ist im Alltag. Und wenn wir diese frische, erneuerbare und die verjüngende Energie in unser Leben bringen, da geht die Müdigkeit weg. Die Gewohnheiten, an die wir uns vielleicht noch klammern mögen, gehen weg, weil das Bewusstsein, das reine Bewusstsein hat keine Gewohnheiten, hat nichts Altes, nichts, wo es sich dran festhält. Das neue Bewusstsein, diese neue Energie, die ist freilassend, nicht bindend. Und das Leben in dieser Freiheit und dieser Ungebundenheit zu leben, ist so unendlich viel mehr als das, was wir jetzt vielleicht noch erleben. Und wo dann auch die ganzen Probleme und alles, was wir so erfahren, entstehen. Das kommt nur daraus, weil wir gebunden sind, weil wir nicht frei sind. Aber unsere Natur, die ist frei und möchte nicht gebunden sein, möchte nicht gefesselt sein an irgendwelchen Objekten. Und von daher ist es immer wieder gut, so lange, bis man diese Freiheit erfährt und erlebt, jeden Tag, in jedem Moment. Und dann, wenn wir das selbst realisiert haben und diese Freiheit erfahren, dann geht die Entwicklung weiter.
Aber nicht im Selbst. Das Selbst ist Selbst. Da gibt es nichts zu entwickeln. Aber unseren Körper entwickeln wir weiter. Unser Körper, unser Nervensystem. Da können wir uns immer noch ganz groß daran erfreuen, dass wir immer noch feinere Ebenen unserer körperlichen Existenz erfahren. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr es jetzt gerne machen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ganz schön. Ja, sonst bedanke ich mich jetzt für euer Dasein. Schaut euch die Fragen, die jetzt auch unter dem Live-Video entstehen und auch beim YouTube. Ich mache immer beide Videos, das Live-Video für Facebook und auch für YouTube-Freunde und die offen sind für das Wissen, für die Meditation. Ja, und wenn ihr Freude habt und Spaß dran habt, dann teilt es auch gerne mit euren Freunden. Wie gesagt, je mehr wir sind, die in diesem Kontakt mit dem Selbst oder in Kontakt mit dieser reinen Energie kommen, umso besser wird unser eigenes Leben und das Leben anderer. Und also wenn mehr das sind, dann wird stärker, wird mehr und wird umfangreicher. Und all das, was wir jetzt so erfahren in unserem Leben, was nicht so toll ist, geht automatisch dadurch zurück. In dem Maße, wie wir mehr und mehr Leute ihrer eigenen Existenz bewusst sind und in dieser Gegenwart, in dieser Präsenz immer leben. Alles Liebe, alles Gute für euch. Jai Gurudev.